Willkommen, meine laktosenintolerante Zuschauer. Mein Name ist Abraham Okkult. Niemand erwartete im Jahr 1912 die Titanic-Katastrophe. Oder doch? 14 Jahre vorher erschien ein Buch. Die Handlung, ein Luxusliner rammt in einer Nacht in April einen Eisberg und sinkt. Der Name des Schiffes, Titan. Bevor wir mit eurer gewünschten mysteriösen Prophezeiung weitermachen, will ich von euch wissen, in welcher bekannten Mystery-Serie wurde eine ähnliche Handlung erzählt? Schreibt es mir in die Kommentarliste. Kleiner Tipp, man kennt fast alle Folgen auswendig. Wir fangen an. Der Roman klingt wie eine schlechte Kopie der berühmtesten Schiffskatastrophe der Welt. Es geht um das größte Schiff seiner Zeit, das angeblich unsinkbar ist. Doch in einer kalten Aprilnacht rammt der schnell laufende Dampfer im Nordatlantik einen Eisberg. Weil für die etwa 2500 Menschen an Bord viel zu wenig Rettungsboote an Bord sind, sterben die meisten von ihnen. Selbst der Name des Dampfers Titan klingt schlecht kopiert von Titanic, unglaublich aber wahr. Der Roman erschien schon 1898, 14 Jahre vor dem Untergang der Titanic. Dabei ist die Handlung von Sinnlosigkeit. Da sind sich die Kritiker einig. Löchrig wie die Bordwand der Titanic. Morgan Robertson sei ein verhältnismäßig schlechter Autor, sagt der Physikprofessor und Titanic-Fan Martin Tolan, der das Unglück untersucht hat. Der Erzählstil ist ein sicheres Mittel gegen Schlaflosigkeit, schrieb ein Leser in einem Internetforum, und ein anderer nannte das Büchlein gar eine Katastrophe. Trotzdem, Sinnlosigkeit erfreut sich in esoterischen Kreisen großer Beliebtheit. Bei den Ähnlichkeiten ist das auch kein Wunder. Beide Schiffe fuhren unter britischen Flaggen zwischen Southampton und New York, galten als unsinkbar, waren zwischen 800 und 900 Fuß lang und konnten 3000 Menschen aufnehmen und hatten nur für ein Drittel Platz in den Rettungsbooten. Beide Schiffe rammten in einer eiskalten Aprilnacht 9000 Meilen vor New York mit der Steuerbordseite einen Eisberg. Die Riesen sanken über den Bug und rissen die Mehrzahl der Passagiere mit in die Tiefe. Das Seltsame sind jedoch die Namen Titan und Titanic. Das kann doch kein Zufall sein, schrieb immer wieder Leser. Kann es doch, schließlich gibt es auch viele Faktoren, die nicht passen. Die Titan war in der Geschichte nicht auf ihrer Jungfernfahrt, war im dichten Nebel unterwegs und fuhr von New York nach Southampton nicht umgekehrt. Die Titan sank in Minuten, die Titanic in Stunden. Den Untergang überlebten im Buch nur 13 Menschen, beim echten Schiff waren es immerhin etwa 700. Außerdem hatte die Titan vorher noch einen Segler gerammt, hatte neben den Dampfmaschinen selbst noch Segel und sank innerhalb von einer Minute, nicht etwa in 2,5 Stunden. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Über eine Bewertung würde ich mich sehr freuen. Für jeden Neuankömmling steht ein Abonnierbutton bereit. Das war's, euer Abraham Okkult.